Alter, was geht ab, Leute? Hier. Okra in der, ich glaube, Schellingstraße. Ich war gestern schon hier, aber sonntags haben die nicht offen. Und anscheinend sind die... Okay, ich weiß nicht, wie gut die sind. Es gab so einen Münchner Foodblogger, der hat vor kurzem so eine Top-10-Liste gemacht. Und da hat er die auf Platz 2 gestellt. Die Liste war aber kontrovers. Es gab kein Türkisch, kein Food Factory, nicht mal Mustafas Gemüse-Kebab. Nichts davon, also die Liste wurde ein bisschen gated, aber der war auf Platz 2. Und ich habe einen Kollegen, der sagt schon die ganze Zeit, yo Hong, teste den mal. Aber er sagt nicht, dass dieser Laden überkrass ist, er sagt immer, yo Hong, dieser Laden ist super solide. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber wir werden ihn testen, sah gut aus. Bin gespannt. Schön in so einer Bäckertüte. Sieht saftig aus. Fleischcheck. Interessante Soße. Bisschen so Curry-mäßig. Sieht ihr wahrscheinlich auch schon an der Farbe. Bisschen so gelb, Curry. Hatte ich auch noch nie. Muss schon sagen, hier ein bisschen trocken, hier unten. Und hier oben ist ein bisschen voll. Oh, das Brot ist geil. Ja, der kann was. Mmh. Ja. Der ist echt gut. Den kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Am Sonntag sei dazu. Gott, Leute, mein Bubble Tea ist kaputt gegangen. Der ist da an der Seite einfach gerissen. Da ist alles ausgelaufen und jetzt muss ich ihn so schick halten. Ström da reingesteckt. Digga, das ist mir noch nie passiert. Kein gutes Zeichen. Auf jeden Fall gehen wir heute ein bisschen über Krypto. Es ist Montag, das neue Referral-Programm läuft und heute haben wir die erste Zahlung davon bekommen. Schaut's mal, ich habe ein saftiges Stück Kuchen bekommen. Geschenkt bekommen. Das gönne ich mir jetzt. Vor allem die Jungs langweilen so hart. Es gibt Beef, kleine Städtereien, Stimmungsschwankungen. Und das artet irgendwie aus, weil alles auf WhatsApp ist anstatt live. Einfach einmal alle treffen, saftig was essen und dann passt es hoffentlich wieder. Oder auch nicht und wir haben uns für Lebenszeit gestritten und getrennt. Vor allem, weil ich natürlich wie immer alles ausbaden muss, weil ich alle zusammenhalte. Und keiner jemals nach mir fragt und darauf achtet, dass ich nicht müde werde und irgendwie mal alle loslasse. Nee, muss mit aller Kraft alle zusammenhalten und nach oben ziehen. Aber wird schon. Ich esse jetzt den Kuchen, dann erzähle ich euch ein bisschen was über Krypto. Oh Gott, schaut's wie wir hier haben. Oh mein Gott, Mann. Richtig peinlich erwischt, Mann. Das passiert, wenn man zu Hause kein super saftiges Internet hat und dann hierher kommen muss. Kein Problem. Ja, aber ich fühle mich wenigstens so wohl, als wäre richtig scheiße gewesen, wenn ich vor dem Fenster gewesen wäre und da einfach mal so mit dem Laptop. Ja, aber bei dem Fenster, gell, okay, das ist schon ein bisschen zu weit. Das ist schon ein bisschen zu weit, ja, Mann. Kein Problem. Ich habe Chat, also den Zuschauern schon erzählt, es gab ein bisschen Beef bei uns. Stimmung echt traurig. Kein Bock mehr gehabt, was zu drehen. Ich wollte dir noch was erzählen, aber. Das wird schon wieder, Mann. Das wird schon. Das ist überall, das ist immer ein bisschen was, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Dann reibt man sich wieder zusammen, geht man zusammen ins Bällebad und spielt man wieder zusammen. Ja, hoffentlich, Mann. Natürlich. Das wäre schon sehr ironisch, wenn das Turnier, das uns alle zurückbringen soll, zusammenbringen soll, das ist, was uns auseinanderbringt. Das wäre echt ironisch. Oh mein Gott, Mann. Die kurz ein Video hochgeladen und ja, kleines Update zum neuen Referral-Programm. Ich habe nämlich, das blende ich euch hier ein, Bitcoin 0,00000729 bekommen. Das ist das, was ich immer bekomme. Das sind die 30 Cent die Woche, die ich von dem einen Typen bekomme, der im Bitcoin-Landing ist. Dann habe ich Dash bekommen, also irgendeiner von meinen Referrals hat Dash-Staking an. Also so ein kleiner Bruchteil. Ich weiß nicht mal, was das genau ist, deswegen, ja, keine Ahnung. DeFi habe ich bekommen, 10,14, was sehr solide ist. Das sind momentaner Wert 38, fast 40 Euro, das pro Woche. Das heißt, ich kriege im Monat 160 und hat auch irgendjemand Ethereum im Landing. Also da habe ich jetzt habe ich auch meine ersten Ethereum, davor hatte ich gar kein Ethereum. Und das Krasse ist, also gesamt kriegt man, wenn man mindestens 10 referred hat, kriegt man 1% von allen, die man referred hat, pro Jahr. Das heißt, ich habe das mal kurz ausgerechnet, es müsste jemand, also ich weiß einen, das ist der Dennis, der Line Dennis, der Anteco, der hat eine mittlere 5-stellige Summe und dann halt
der Rest auf Masse, so dass ich halt auf diese 40 Euro pro Woche komme, was halt schon recht stabil ist. Man darf nicht vergessen, dass 1% auf das, was die auf Cake haben, und die kriegen ja immer mehr, weil die sind ja selber im Lending, im Staking, im Liquidity Mining. Das heißt, die kriegen ja auch Rendite und haben jeden Monat mehr oder jede Woche mehr. Und dann kriege ich auch nochmal jede Woche mehr. Und nicht vergessen, das wird ja in der Kryptowährung ausgezahlt. Und diese Kryptowährung kann ja auch noch steigen. Diese 0,000729 BTC sind in ein paar Jahren vielleicht ein bisschen mehr wert als diese paar Cent. Und die 10 DeFi, die sind auf jeden Fall dann mehr wert. Also wenn DeFi mal auf 100 geht, dann sind das 1K pro Woche. Dann sind das 4K, rein theoretisch, wenn man so denkt. Wie gesagt, die 500K wurden fast geknackt, aber in US-Dollar. Also Portfolio US-Dollar hat fast die 500K geknackt. Und das habe ich gestern gepostet. Dann habe ich noch ein Q&A gestartet mit ein paar Fragen. Und die können wir schnell noch durchgehen. Hast du geplant, für immer in Deutschland zu bleiben, beziehungsweise willst du auswandern? Ja, die anderen reden sehr oft von Dubai. Ich habe mir mal Zypern angeschaut, weil ein YouTuber-Streamer, Tan von Hudson, nach Zypern vor kurzem ausgewandert ist. Und nee, an sich eigentlich nicht, weil man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Und wenn man auswandert, da kennst du ja niemanden, deine Freunde kommen ja nicht mit. Du bist eigentlich komplett allein, hast keine Freunde, niemanden zum Chillen, niemanden, mit dem du dich mal zum Essen triffst, keine Kollegen, die einfach so rüberkommen zum Stream und sowas. Und das ist halt der Begriff von, die Definition von Geld macht nicht glücklich. Ja, du sparst halt böse viel Steuern, aber bist du dann glücklich? Und außerdem will ich natürlich noch Deutschland hops nehmen mit Hongs Tour. Dementsprechend erstmal eigentlich nicht, aber wer weiß, wie sich die Zukunft entwickelt, weil alles geht momentan recht schnell. Wie heißt die App, mit dem ich mein Portfolio tracke? Delta. Ursprünglich war mal geplant, deswegen habe ich die genommen. Ich weiß nicht, ob es die beste ist, eigentlich nicht. Bargisch benutzt was anderes, CoinMarketCap. Da habe ich aber auch. Und Delta sieht einfach cool aus, viele benutzen das. Und da ist es halt möglich, auch noch andere Sachen, also das ganze Portfolio, nicht nur Krypto-Portfolio zu tracken, wie Edelmetalle, sogar Immobilien und Aktien und irgendwas. Es war ja mal geplant, dass wir streuen. Ist bisher nicht passiert so wirklich, aber deswegen hatte ich damals auf Delta gewechselt. In welchen Kryptos sehe ich das größte Potenzial? Bitcoin, DeFi Chain, DeFi und Crow, Crypto.com. Das sind eigentlich unsere einzigen drei und schwer zu erklären, aber mehr braucht man nicht. Und deswegen schauen wir uns auch nicht die ganzen anderen Sachen an, weil sehr oft gefragt wird, hey, was hältst du davon? Hey, was hältst du davon? Wie ist das? Und schön, dass ihr alle in Krypto jetzt langsam kommt, aber ihr müsst immer noch verstehen, traden und spekulieren ist was anderes als das, was wir machen. Langzeit investieren, die Rendite mitnehmen, Zinseszinseffekt und die Kryptowährung einfach für sich arbeiten lassen, da immer mehr ansammeln und ansammeln. Egal wie der Kurs ist, ob er schwankt, ob er runtergeht, ob er raufgeht, die Rendite bleibt gleich. Die Rendite ist super saftig vom LM und vom Staking, super, super saftig. Und wir haben natürlich auch noch das Upside-Potenzial, dass die Coins DeFi, Bitcoin und Crow steigen. Kann sein, es gibt viele Coins, die die drei outperformen. Also das sind nicht die besten drei Coins, das sind für uns die besten drei Coins in der Hinsicht, wie wir das Ganze betrachten. Wenn ihr jetzt Coin XY seht und der ist irgendwie 1000% gestiegen, dann ist schön für euch. Aber die Frage ist, habt ihr genug darin investiert, also eine Summe, die euer Leben verändert? Und wenn nicht, dann fragt ihr euch, müsst ihr euch fragen, warum nicht? Und dann ist die Antwort wahrscheinlich, weil ihr dem Projekt nicht vertraut. Oder weil euch das so unsicher ist, weil das zu spekulativ ist. Und dann habt ihr ja eigentlich eure Antwort, ob das eine gute Investition war oder nicht. Und in all diesen drei würde ich all in gehen. Oder bin ich all in, also. Deswegen, kann man damit jetzt noch beginnen oder ist es zu spät? Nein, es ist nicht zu spät. Wir sind noch relativ früh. Das ist das erste Beginn, wie One Piece Fans sagen würden, und damit brach das große Krypto-Zeitalter an, also echt kein Problem. Zu welchem Kurs habe ich DeFi gekauft? Eigentlich gar nicht. Ich bin seit Anfang an mit dabei, habe ein, zwei fette Airdrops mitbekommen. Damals im Landing, auf die Bitcoin Landing, da gab es noch DeFi umsonst und dies, das, und seitdem waren die halt im Staking, im Liquidity Mining und haben sich einfach vermehrt durch diese Sachen. Und ja, wirklich gekauft habe ich nie welche. Nur mal umgetauscht meine Bitcoin, damit ich 50-50 habe für LM. Aber so komplett privat, einfach so pur DeFi gekauft habe ich nie. Nein. Meine Langzeitinvestments habe ich eigentlich schon gesagt: Bitcoin, DeFi und Crow, das sind die drei. Und natürlich immer in sich selber. Was ist bei euch mit 20k bis 25k Rendite gemeint? PS, ihr seid echt coole Jungs, danke.
Ja, wir machen 97%, also früher war es mehr, LM ist schon gesunken. Es war früher über 100% und dann jetzt ist es bei zwischen 80 und 90. Ich habe schon lange nicht mehr LM reingeschaut, weil ich sehr stark im Staking bin. Auf jeden Fall ist es, sagen wir, 100% ungefähr jährlich. Das musst du dann halt teilen. Und dann kommst du auf die Rendite, die du im Monat machst. Und abhängig davon, wie viel Portfolio du hast oder wie viel du da drauf hast, bei uns ist es halt so eine fette Summe, dass die Rendite pro Monat eben fünfstellig ist. Aber es sind auch keine 20 bis 25, wobei ich muss mal schauen. Ich achte nicht mehr so auf den Euro-Wert. Ich sehe halt nur, dass die DFI steigen und wenn ich was brauche, dann wird es halt umgetauscht. Weil der krasse Anstieg im Portfolio aktuell. Ja, deswegen, DFI ist ein bisschen gestiegen und das war nur eine Frage der Zeit und der wird auch noch krasser steigen, also ihr seid noch nicht zu spät. Auf 10, auf 20, auf 50, auf 100, wer weiß. Ja, es gab noch ein paar andere Fragen, aber meistens nur Wiederholungen, dies, das. Was hältst du von Coin XY? Wo sollte ich am besten rein investieren? Wie am besten kaufen? Ihr kennt ja die Links, Bitwaller für Bitcoin, Crypto.com. Ah, das war's von mir, Leute. Mal schauen, was mit den Jungs so geht, was das für ein Hackmack jetzt da ist. Ansonsten hätte ich gesagt, jetzt am Wochenende das 10.000 Euro Yu-Gi-Oh! Turnier, aber das ist jetzt nicht mehr fest. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Trotzdem, schaut gerne im Livestream vorbei. Tati meinte, ab Freitag ist er wieder am Start, wenn Ramadan vorbei ist. Chong ist natürlich am Start. Nico ist, glaube ich, im Urlaub für Nico Wave, weil Feiertag und Brückentag. Und bei Barisch weiß man jetzt nicht genau. Aber folgt uns gerne auf Instagram, Twitch, investiert in Bitcoin. Falls euch das interessiert, immer gerne fragen. Das war's von mir. Ciao und fürs Business.